Hallöchen, meine Freunde. Guten Morgen und hallo. Fick dich ins Knie, mach das richtig. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute neues Video. Da Stefan das Intro verkackt hat, nehme ich es mal wieder selber in die Hand. Wie ihr hier schon seht, geht es heute um Chaos. Ja, Setup steht wie immer in der Videobeschreibung. Kopfbau und Schnittbild blende ich euch irgendwo hier oben ein. So, würde ich sagen, also wir rauchen heute Chaos The Fusion. The Fusion. Die Fusion. Bitteschön. Also, Chaos-typisch nach der neuen Produktion. Schwarze Dose, schwarzer Deckel. Hier haben wir eine alte Dose noch, durchsichtig. Seht ihr jetzt bestimmt nicht, weil es hier schon ein wenig verqualmt ist. Also Feuchtigkeit ist halt immer noch sehr feucht, aber halt nicht zu feucht. Schön durchgezogen. Also wenn ihr die Dose aufmacht, seht ihr an einer Seite den Tabak, an der anderen Seite die Molasse. Ihr rührt dann aber einfach einmal durch und dann ist es wirklich perfekt. Also noch ein bisschen zu feucht, aber besser auf jeden Fall als vorher und im Niveau von Hasso und allen anderen Sorten, finde ich. Definitiv. Von der Feuchtigkeit, ja. So, geruchlich kommt die Mandarine halt gut durch. Als zweites halt ein leichter Touch The Riddle, also Karamellbonbon. Vom Butterkeks, der angegeben ist als Zutat, rieche ich nichts. Ja, Butterkeks, damit ist wirklich, würde ich sagen, die Riddle-Note gemeint als Butterkeks. Ist nicht ganz, also es ist das Riddle-Aroma, aber ein bisschen verändert, so in Butterkeks-Richtung. Aber als Butterkeks finde ich es jetzt auch nicht. Danke, dass du die Dose zumachst, ich wollte auch noch. Na klar. So, rauch du mal. Ja, geruchlich, wie Stefan schon meint, ist auf jeden Fall hier im Vordergrund auf jeden Fall die Mandarinennote. Und von der Riddle-Note riecht hier im Geruch eigentlich so gut wie gar nichts. Die Mandarinennote überwiegt hier, also ich rieche jetzt nicht viel davon. Ja, zum Schnitt. Schnitt muss man sagen, ist feiner bis mittlerer Schnitt. Perfekt. Feuchtigkeit, wie wir schon gesagt haben, einmal durchrühren, dann geht es. Vorm Rauchen einfach. Ja, Rauchentwicklung. Wie man sieht, es qualmt. Wenn ihr uns überhaupt noch seht. Ja, hier hinten. Rauchentwicklung ist echt chaos-typisch. Sehr top. Typisch genau. Chaos, wie er gerade schon gesagt hat, genau. Guck mal, was ich hier für eine Rauchentwicklung rausholen kann. Ist heute nicht so wie mit Muggel Igor. Ja, Muggel heißt nicht mehr Kevin, er heißt jetzt Igor. Also, das nächste Mal, wenn Muggel dabei ist, schreibt in die Kommentare Muggel Igor. So, Rauchentwicklung. Lasst euch von der anderen NPS nicht abhalten, da ist was anderes drin. Rauchentwicklung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, zum Geschmack fange ich an, würde ich mal sagen, wa? Also geschmacklich habt ihr eine extrem natürliche Mandarinennote. Gut, sie ist jetzt schon etwas schwächer, da die Pfeife schon gute halbe, dreiviertel Stunde läuft. Aber die Mandarinennote ist immer noch voll da und ziemlich natürlich, also nicht irgendwie künstlich chemisch abgedriftet, sondern eine extrem natürliche Mandarinennote, wie wenn ihr eine Mandarine schält und dann direkt reinbeißen tut. Echt genial getroffen. Und dazu diese cremige Riddle-Note, also nicht, also dieses Karamell ist etwas abgeschwächt, muss ich sagen, im Geschmack. Aber ihr schmeckt es schön cremig.
Also in eine Butterkeks Richtung, ob es in eine Keksrichtung geht. Ein wenig, aber auf jeden Fall geil. Was sagst du zum Geschmack? Also wie er schon gesagt hat, läuft schon eine Weile, aber immer noch kommt halt die Mandarine sehr natürlich rüber. Wie er gesagt hat, kein bisschen künstlich, kein bisschen chemisch. Ist halt wirklich original Mandarine. Der The Riddle, es kommt halt im Nachgang sehr kräftig. Also im ersten Moment natürlich die Mandarine beim Ziehen. Nur die Mandarine, würde ich sagen. Genau, beim Ziehen halt nur die Mandarine, beim Auspusten noch ein Touch Mandarine. Und danach halt The Riddle knallt voll rein. Also man schmeckt, dass die beiden echt fusionieren. Genau, du bringst es auf den Punkt. Obwohl man bedenken muss, Mandarine und The Riddle, also cremig, Karamell, Vanille, was ist das für eine Mischung, denkt man sich. Hat man schon, man sagt sich, okay, ob das überhaupt was werden kann, was Fruchtiges mit etwas Cremigen, so Karamell, cremig, sagt man sich, Abstand von, aber ich muss sagen, es passt. Hätte ich nicht gedacht, bei dem Tabak war ich ziemlich skeptisch gewesen, wie bei noch einem anderen Tabak, aber ich muss sagen, er ist geil. Ja, Stefan, preislich, Tabak, 200 Gramm, 14,90 €. Top. Top, genau. Preise wurden ja angepasst. Damals war Chaos 100 Gramm 9,90 € und 1 Kilo 79. Jetzt 100 Gramm gibt es zurzeit noch nicht. Wer weiß, ob es nochmal kommen wird, will ich jetzt nicht sagen. Aber wenn, soll es glaube ich 97 oder 98 werden. Und 200 Gramm sind jetzt halt 14,90 € und die neuen Kilopreise sind 59,90 €. So, Fazit. Also ich finde den Tabak echt Feuchtigkeit noch ein bisschen zu viel. Wie gesagt, wenn man durchrührt, top. Schön durchgezogen, sofort rauchfertig. Keine lästigen Zipper mehr, wo man den Tabak rauskratzen müsste. Wenn die Dose aufgeschraubt wird, ist oben eine Folie, wie man es vom Nutella-Glas kennt. Ja, Schnitt top, Feuchtigkeit wie gesagt top, Rauchentwicklung top, Preis top, also gibt's nichts. Würde ich sagen, Fazit top. Top. Noten, was gibt's Noten? Eins. Komplett in allem eins, Rauchentwicklung eins, Geschmack eins. In allem, da gibt's nichts auszusetzen. Schließe ich mich an und ich würde sagen, für diesen Tabak, auch wenn diese Fusion zwischen Mandarine und der Riddle-Note ziemlich kritisch eher ist, gibt es dennoch nicht nur eine Rauchempfehlung, sondern auch eine Probierempfehlung. Vor allem, wenn ihr Mandarinen liebt und wenn ihr es cremig magt. Mögt. Mögt. Genau, mögt. Deswegen würde ich sagen, wir rauchen unsere Pfeifen jetzt noch genüsslich zu Ende und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Damit macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen.